So sieht das schon besser aus. Wir warten noch ein, zwei Minuten, dann geht's los. Ton passt, höre ich. Wer noch Freunde einladen will, sollte das jetzt tun. Interessant ist, dass die meisten nicht wollen, damit sie einen Vorteil haben. Ihr seid vielleicht Freunde. War ein kleiner Spaß. Gehe noch mal kurz was erledigen, wobei mir niemand helfen kann. Wir fangen in. Ich mache mal lieber da so ein. Wenn keiner was hört, dann denken die, der Ton ist kaputt. Wenn jemand jetzt reinkommt, schreibe ich also hin, geht in 2 Minuten los. Wo habe ich jetzt reingeschrieben? Ah. Das ist so das Problem, wenn man zu viel Schirme hat. So. Also bis gleich. So, möchte mich erstmal entschuldigen dafür, dass es letzte Woche nicht hingehauen hat. Auf der WOT waren viele lärmende Leute unterwegs, haben irgendwelche Sachen aufgebaut, abgebaut, umgebaut. Und war fürchterlich.
Von daher haben wir das verschoben auf heute. Und logischerweise verschieben sich alle Webinare. Die Webseite ist inzwischen abgedatet. Wir haben ein Bonbon am nächsten Mittwoch. Welches aufschreiben will? Nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Machen wir Bitcoin, ein Webinar über Bitcoin. FX Pro hat Bitcoin eingeführt als CFD und wir werden daher über das Thema Bitcoin sprechen. Also nicht nur über CFD Bitcoin, sondern was ist Bitcoin und so weiter und so fort. Das werden wir hier auseinandernehmen. Die Dagmar wird hoffentlich bis dahin wieder gesund sein. Die hat es heute zerrissen und hat geschrieben, dass sie leider nach Hause gehen muss und es nicht geregelt kriegt und die Augen nicht mehr offen halten kann, so ungefähr. Wir wünschen der Dagmar also alles Gute, beste Genesung. Ja, weil sie ein guter Arbeitnehmer ist. Macht sie krank am Wochenende. Das ist eine tolle Sache. Und ist bestimmt am Montag wieder fit. Es gibt ja zwei Regulierungen, unter denen man Konten eröffnen kann. Die Bitcoin gibt es nur unter der FCE, nicht unter der SEC. Und wird demnächst auch mehr Kryptowährungen da noch geben. Zum Beispiel Ethereum, die es gerade durch die Decke schießt, kann vor lauter Begeisterung den Chart gar nicht zumachen. So. Dann bist du vielleicht unter der falschen Regulierung drin. Musst du mal den Support fragen. Bitcoin ist auch im Moment ein bisschen lahm und ich halte sie für gefährdet wegen der Einführung des Futures. Soll ja in 3 Wochen circa soweit sein. Und glaube, die Ethereum haben mehr Punch im Moment. Gut, unser Thema aber heute ist Trends. Haha. Was ist das und wie profitieren wir davon? Das Thema Trends, man glaubt es gar nicht. Bin sicher, wenn ich hier mit jedem mich hinsetzen würde und würde sagen, hier, erzähl mir mal, was ist denn ein Trend? Da hätte jeder so seine eigene Definition. Möglicherweise ist das, wenn man so drauf guckt auf den Chart, total eindeutig, ist es aber nicht. Das ist bei uns in der Gruppe, in der Ausbildung, das Thema, wo die meisten Leute Schwierigkeiten haben, wo es die meisten Nachfragen gibt, wo es die meisten Verständnisschwierigkeiten gibt, obwohl es ja eigentlich so eindeutig ist. Und man unterschätzt das oft. Daher bin ich leicht erstaunt, dass wir so wenig Leute hier drin haben heute. Ich bin aber sicher, dass die Leute sich dann das anschauen. Die haben das nur verpasst. Müsste eigentlich mal gucken, was das nächste Thema wäre, so dass sie vielleicht der Meinung waren, dass dieses das Thema sei und sich deswegen, weil es haben sich natürlich viel mehr Leute angemeldet für andere Dinge. Das nächste wäre, ist nächste, das kann doch gar nicht sein. Warte mal. Nächste Woche ist doch der erste.
die gar keins für den ersten gelassen? Da muss ich hier Dagmar mal fragen. Ist da ein Feiertag oder so? Ist der erste ein Feiertag? Nee, ne? Weihnachten bleibt am 24. Also da bin ich leicht überfragt, was die da gemacht haben. Man muss das nicht immer verstehen, was Leute machen, die nicht vom Fach sind. Und die Leute, die so Webinare anlegen, die machen andere Dinge in ihrem Leben. Und also, wir werden es herausfinden. Wichtig ist, dass wir Weihnachten frei haben. Das haben Sie auch hinbekommen. Also auf jeden Fall super merkwürdig. Macht nichts, wir kriegen das hin. Leute, die das heute nicht hören, werden es dann sich angucken dürfen. Also, ich frage mal, wer kann mir erklären, die Freunde, die bei mir in der Gruppe sind, müssen das natürlich nicht sagen hier, weil wenn die es nicht wissen, hätten sie sich gleich für nächste Woche wieder ein Webinar darüber gebucht. Von den Leuten, die nicht bei mir in der Gruppe sind, was ist ein Trend? Klar haben Trader Freunde, Frank. Hallo Lilly. Und alle anderen. Die Lilly hat mich besucht auf der WOT. Auch ihr Mann hat mich besucht auf der WOT. Die sind beide Trader, sind beides monsterfreundliche Menschen. Der Andreas hat mir eine Frage gestellt, da muss ich gleich einmal drüber schauen. Das kann ich aber in der Webinar-Plattform nicht sehen. Also wir haben auf jeden Fall nächsten Freitag ein Webinar. Ja, wenn ihr das schon gebucht habt dafür, dann, also wir werden das so oder so hinkriegen. Lasst euch nicht runterkriegen von diesen technischen Dingen. Ah, E-Mail folgt. Okay. Also, der Andreas war Erster. Abtrend ist higher highs und higher lows. Der Andreas ist vollkommen gewöhnt an den jetzigen Markt, geht nur hoch. Der Gerhard weiß es auch. Der Alexander weiß es auch. Der Andreas weiß es auch. Der andere Andreas weiß es auch. Und der Andreas weiß es schon. Der Werner macht es mir zu undeutlich, weiß es aber sicherlich auch. Der Claude weiß es auch. Ist ja auch ein typisch deutscher Name, Claude. Der Stefan weiß es, aber macht's. Der Micha hat mir eine Mail geschickt. Muss ich nachher gucken, kann ich jetzt nicht. Die Lilly weiß es auch. Aha, hier haben wir einen, der es nicht erklären kann. Der Roman weiß es auch nicht ganz genau, was mich überrascht. Der Friedrich weiß es, der Klaus weiß es. Oh, der Frank weiß es genau und der Thorsten sagt, lower lows und abgeschafft an der Wall Street. So kommt es mir hier vor. So kommt es mir vor. Also, da ihr das alle wisst, können wir Schluss machen. Also fangen wir an. Den Disclaimer vorneweg.
Jedes Webinar mit Oliver Klemm ist ein Informationsdienst für hochspekulativ orientierte Anleger, die zur Steigerung ihrer Rendite nach hochprofitablen Anlagemöglichkeiten auch unter sehr hohem Risiko suchen. Konkrete Handelsvorschläge mittels Kauf- und/oder Verkaufsempfehlungen werden nicht gegeben. Alle übermittelten bzw. bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keinerlei Beratung dar. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit absolut ausgeschlossen. Eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts kann nicht übernommen werden. Die in der Vergangenheit erzielten Gewinne sind keine Gewähr für die Zukunft. Keinesfalls sollten Sie anhand der Informationen unreflektiert, das sollte man nie machen, Anlageentscheidungen treffen, die hier bereitgestellten Informationen ersetzen. Keinesfalls die eigene Recherche. Ich bin da ein Freak, das wisst ihr, so wie Beratung durch Ihre Hausbank oder einen Anlageberater Hüsel. Zu der Natur von Anlageentscheidungen und damit zusammenhängender Informationen gehört, dass sie auch falsch sein können. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko. Dies kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen und bei einigen Produkten auch darüber hinausgehen. Ich würde mir wünschen, dass hier irgendwie ein Rechtsanwalt unter uns ist und sagt, Olli, das musst du nicht vorlesen, es reicht vollkommen, wie der Jay das macht, zu sagen, der Disclaimer ist in Full Effect. Bitte drucken Sie ihn sich aus, machen Sie jetzt einen Screenshot oder irgendwie. Das würde doch viel Spucke sparen, nicht nur mir, sondern auch meinen Kumpels, denen das ich sagen könnte. So, wer ich bin, wisst ihr inzwischen. Ich handle seit 1982 professionell, war bei einigen führenden Banken, damals die größten in Europa. Habe in der Deutschland, Schweiz, Spanien, Kolumbien, Griechenland und Zypern gewohnt, wohne seit 10 Jahren in Zypern. Bevorzuge Futures, Aktien und ich sollte da mal hinschreiben, Kryptowährung. Habe heute mir dieses Abonnement von TradingView gegönnt, weil die Krypto-Charts so geil sind, weil die heute 60% Rabatt geben wegen Black Friday. Gebe seit 2014 den Trading-Ausbilder. Wir haben 269 Leute bei uns in der Community. Und wichtig für mich sind die persönliche Einstellung, das Eigenresearch, die Psychologie, natürlich nicht nur aufs Trading bezogen, Disziplin und natürlich im Trading das Risikomanagement. Das muss ich immer wiederholen. So sehe ich aus. Ja, manchmal auch anders. Im Moment, weil es kühl ist, sitze ich hier in Bayern, München, Kapuzenpullover. Ich habe 2 Kinder, 19 und 17, habe 5 Hunde, 5 Katzen, spreche Englisch und Spanisch, öfter als dass ich Deutsch spreche in der Regel. Und kümmere mich nicht nur um meine Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch der Leute um mich herum. Law of Attraction ganz groß bei mir. The Secret ist die Einstiegsdroge. Das Buch The Secret, das Geheimnis. So, Freunde, Trend. Warum braucht man das? Finanzmärkte unterscheiden sich vom richtigen Leben. Wer das noch nicht gemerkt hat, der sollte aufmerken nun. Also, Finanzmärkte sind anders als das richtige Leben. Es gibt kein zu teuer und kein zu billig. Ja. Und noch viel weniger seitdem das Quantitative Easing der Zentralbanken uns mit überschäumender Liquidität versorgt, gibt es kaum noch ein Halten, kaum noch fundamentale Bewertungen möglich. Da es unmöglich ist, objektiv einen Wert festzulegen, gewinnen Trends noch mehr an Bedeutung. Trends laufen oft viel weiter, als man denkt. Die Bewegungen heutzutage werden immer schneller. Trends verzeihen Fehler beim Einstieg. Das glaube ich, muss ich noch erklären, sonst denkt jemand, er könnte einfach reindrücken, passt schon. Das ist damit nicht gemeint. Und die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist die Folge von Trends, auch Trendfolge genannt. Der Roman schreibt, kenne so viele Trendfolgemodelle, alles Mist, daher weiß ich es nicht. Er meint das mit dem Trend. Trendfolge und Trendfolge sind zwei verschiedene Schuhe.
Wir werden, so wie ich das mache, werden wir darüber reden. Aber zum Beispiel die Turtles, die ja sehr berühmt geworden sind. Ich empfehle das Buch vom Russell Sands. Und vom, gibt es noch ein Buch, was interessant ist, vom Curtis Faith. Das sind beides Turtles, ehemalige Turtles. Wer die Geschichte nicht kennt, haben sich zwei, so ähnlich wie in dem Film, wie heißt der auf Deutsch? Mit dem Eddie Murphy und dem Dan Aykroyd. Trading Places heißt er auf Englisch. Wie er auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Also es geht da darum, dass die ihren Platz tauschen. Ja, der eine ist in einer Firma und handelt dort und dann sagen sie, ja, der ist ja nur, weil er hier in seiner Umgebung aufgewachsen ist. Dann wetten sie um einen Dollar und tauschen dann gegen einen Bettler, der vom Eddie Murphy gespielt wird. Am Ende werden die beiden dann Freunde und die Alten, die um einen Dollar gewettet haben, werden dann von ihnen ja, ausgezockt. Klasse Film, kann ich mir, kommt meistens um die Weihnachtszeit, wird er immer wieder gespielt, warum auch immer um die Weihnachtszeit. Vielleicht, weil da auch um die Weihnachtszeit dieser Film läuft. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Film mal zu schauen. Das ist ziemlich geil. Glücksritter! Ha! Genau so, Glücksritter! Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die das gewusst haben. Sehr geil. Freunde, ich kann mich auf euch verlassen, das gefällt mir gut. Also Glücksritter. Maximaler Film. Muss man anschauen. Muss man anschauen. Und da sind sogar in der deutschen Form sind Fehler drin. Der sagt es falsch rum am Ende. Von dir und an dich, das haben die nicht so ganz verstanden. Gibt es also Fehler da drin? Da muss ich immer sagen, das gibt es so gar nicht. Also ich gucke in Leo auf Englisch. So. Trendfolge. Diese Turtles, wie gesagt, der hat also auch gewettet mit seinem Kumpel, dass er aus Leuten, die er auswählt, Trader machen kann. Und hat dann Leute gesucht über eine Zeitungsanzeige. Und weil die alle gleich sein sollten, weil die alle das Gleiche gelernt haben, die gleiche Strategien und alles gemacht haben, hat er sie Schildkröten genannt, weil Schildkröten folgen der Mutter ins Wasser und so weiter, die rennen alle hintereinander her. Und das war die Idee. Es war eine maximal einfache Strategie, die als Grundmodell denen gezeigt wurde, war natürlich damals nicht erlaubt, das weiterzugeben. Inzwischen weiß es jeder. Sie haben ein 20-Tages-Hoch gekauft. Jetzt sagt jeder, wie sind sie wieder rausgekommen? Sie haben ein 10-Tages-Tief verkauft. Jeder, der sich damit beschäftigt, mit Märkten, wird herausfinden, dass das oft aufs Maul gibt. Grund dafür ist, dass natürlich inzwischen Leute sowas wissen und auch versuchen, solche Triggerpunkte zu nutzen. In Ranges ist das fatal, das ist so ähnlich wie mit Moving Averages zu arbeiten. In Trendmärkten ist es aber dafür ziemlich geil. Die haben Monster-Drawdowns gehabt, die Freunde. Teilweise 80-prozentige Drawdowns gehabt. Haben aber Kohle gemacht wie niemand anders. Ja, also Milliarden. Der Unterschied hat sich sehr schnell herauskristallisiert. Der Unterschied war nur in der Psychologie, also ob die ihre Trades genommen haben, ja oder nein. Und in der Disziplin. Ja, das war der einzige Unterschied und deswegen gibt es da Superstars, die monströse Fonds mit monströser Performance gehandelt haben und es gibt Leute, die relativ schnell aus diesem Projekt wieder rausgeflogen sind. Wie gesagt, Buch Russell Sands und Curtis Faith.
zu empfehlen. Werde demnächst auch, ich bin da gerade in der Vorbereitung, auf meiner Webseite eine Seite hinklatschen, wo so Buchempfehlungen drauf sind. Ja, wo man also dann zu Amazon durchgeleitet wird und die dort kaufen kann. Ich werde solche Links nehmen, wo ihr denselben Preis kriegt, als würdet ihr es direkt auf Amazon kaufen, aber der Olli irgendwie 1 oder 2 Euro von Amazon bekommt und werde dies dann an eine Tierhilfeorganisation hier immer spenden. Schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich mache das ja sowieso, aber so wird das Geld eben zusätzlich von Amazon noch bezahlt. Finde ich ja gut. So, was ist ein Trend? Ein Trend ist eine Kursbewegung, die gekennzeichnet ist durch im Aufwärtstrend höhere Tiefpunkte und höhere Hochpunkte. Higher Lows und Higher Highs. Im Abwärtstrend tiefere Hochpunkte und tiefere Tiefpunkte. Lower Highs und Lower Lows. Ein Hochpunkt wird markiert durch eine Kerze, die jeweils mindestens eine Kerze mit einem niedrigen Hoch vor und hinter sich hat. Ein Tiefpunkt wird immer markiert durch eine Kerze, die jeweils mindestens eine Kerze mit einem höheren Tief vor und hinter sich hat. Also, auf gut Deutsch. Warte mal. Vielleicht habe ich das sogar hier. Nein. Lass mich das also kurz mal zeigen. Also, das ist eine Kerze. Das ist die andere Kerze und das ist die andere Kerze. Ja. Das heißt, der Kurs geht runter und der Kurs geht wieder hoch. Diese Kerze, dieses Low ist höher als das Low. Und dieses ist auch höher. Das ist eine Kerze jeweils mindestens. Egal wie die nächsten Kerzen sind. Das wäre also ein Low. Und beim High ist es so, da ist hier eine Kerze, hier eine Kerze, hier eine Kerze, hier eine Kerze und hier eine Kerze und hier eine Kerze und hier eine Kerze. So, und dann guckst du, ist höher, ist höher, ist höher. Und das ist eine nebendran jeweils. Und das ist nochmal eine neben dran. Diese Highs sind alle niedriger. Ja? Entschuldigt meine nach dem Fitnessstudio zittrige Hand. Okay? Ich muss da immer übertreiben. Aber wisst ihr, wie das ist mit alten Männern? Ja, die müssen ja immer gucken, ob sie noch einen drauflegen können. Geht noch eine Scheibe mehr? Oder bei denen, wo die Scheiben helfen, geht noch eine weniger? Wie 10 Wiederholungen, gehen noch 11, 12, gehen noch 15, oh 15 gehen, lass uns nochmal mit dem höheren Gewicht probieren. So. Ja, so ähnlich. Dieser Typ, der David Goggins, das wird auch ein Empfehlungsbuch natürlich sein bei mir, der hat mich noch mehr motiviert, als ich sowieso motiviert war. Also, wir definieren Trend so. Vollkommen egal. Vollkommen egal. Alles klar, Daniel. Viel Spaß. Vollkommen egal, ob das 0, irgendwas ist, 1, irgendwas, 2, irgendwas, 100, irgendwas, vollkommen wurscht. Also, ein Trend ist eine Abfolge von klar erkennbaren Kursfolgen, die entweder nach oben mit Higher Low und Higher High oder nach unten Lower High und Lower Low laufen. Ein Trend zeigt die Bereitschaft der Marktteilnehmer bzw. deren Not,
einem Preis hinterherzulaufen. Historisch am erfolgreichsten sind Trendfolgetechniken. Ein Trend kann theoretisch unendlich weit laufen. Das heißt, wir werden niemals nicht uns hinstellen und sagen, das ist jetzt hoch genug. Da halten wir mal dagegen. Du Oliver, Ethereum, die waren doch vor ein paar Tagen noch 300. Die sind jetzt 360. Die sind jetzt 400. Die sind jetzt 420. Oh, die sind jetzt 460. Weiß ich, wo die hingehen? Oh, die sind jetzt 1 Million. Was sollen wir machen? Ja, immer noch nicht shorten, sondern warten, bis der Trend dreht. So. Es ist nicht ratsam, gegen einen Trend zu handeln. Niemals nicht. Wir folgen Trends. Wir verdienen daran, dass wir Trends folgen. Trends sind in der Regel mindestens fünfwellig. Darauf beruht zum Beispiel Elliott Wave. Korrekturen nur dreiwellig. Wir suchen also Bewegungen, die erkennbar mehr als drei Wellen haben. Jetzt fragt sicherlich gleich jemand, wie sieht denn das aus? Also, das hier ist eine Welle, wenn es hochgeht. Dann kommt der Markt runter, er korrigiert ein bisschen. Das ist die zweite Welle. Jetzt kommt die dritte Welle. Jetzt kommt die vierte Welle und jetzt kommt die fünfte Welle. So, das hier ist die erste Welle. Das ist der Endpunkt der ersten Welle. Nicht zu verwechseln mit dem Punkt 2 vom Herrn Vogt. Hier ist der Endpunkt der zweiten Welle. Das ist der Endpunkt der dritten Welle. Das ist der Endpunkt der vierten Welle. Und hier ist der Endpunkt der fünften Welle. Alles, was mehr als drei Wellen hat, ist mit absolutem Trendverdacht behaftet, weil Korrekturen sind nur dreiwellig. Wenn er also hier, wenn das jetzt hier die 5 ist, ja, wenn das hier die 5 ist, ja, dann geht der Markt runter, erholt sich und geht nochmal runter. Und danach geht die nächste Bewegung nach oben wieder los. 1, 2, 3. Bei Korrekturen, angelehnt an Elliott Wave, nehmen wir keine Zahlen, sondern Buchstaben. Das heißt, das ist A, das ist B und das ist C. Ja? Verstanden? Eine Korrektur darf nur dreiwellig sein. Es gibt ganz seltene Ausnahmen. Aber ein Trend kann 5 Wellen haben, 7 Wellen haben, 9 Wellen haben, 117 Wellen haben, 1.023.906, nee, 67 Wellen. Also, mehr als drei Wellen ist Trend. Korrekturen sind in der Regel nur dreiwellig. Sowas kann man klar im Chart erkennen, wenn man danach sucht. Das Fehlen eines Trends nennt man Range. Wenn ein Markt nicht trendet, heißt also, er rennt nicht in eine Richtung, nennt man das Range. Wir definieren eine Range als eine Abfolge von 5 oder mehr Kerzen. Man kann auch sagen mehr als 4, denn das sind 5 oder mehr Kerzen, ohne ein neues Kursextrem. Ja. Bedeutet, er geht hoch, das ist das Top 1, 2, er geht hoch, 1, 2, 3, 4, 5 ist mehr als 4. Danach legen wir hier eine Linie hin. Und sagen, wahrscheinlich bildet sich eine Range zwischen hier und wenn er hier hochläuft und nicht gleich wieder weiter runterläuft, hier.
Verstanden? Diese untere Linie darf ich auch erst zeichnen, wenn mehr als vier Kerzen kein neues Extrem nach unten gekommen ist. Ich nehme bei der Trendbestimmung immer den M15. Immer den M15. Egal in welchem Chart ich handle, gucke ich immer wegen Trend auf M15. Und wenn ich Ranges einzeichne, zeichne ich die ein, wenn es mehr als vier Kerzen gegeben hat. Egal in welchem Zeitraum. Wenn ich also M3 oder M5 ist das nach vier Kerzen, nach 12 Minuten oder nach 20 Minuten, nee, 16 Minuten, nee, wie viel sind es? 4 mal 5 ist 20. Wir machen keine 4-Minuten-Charts. Okay. Aber Trendbestimmung immer im M15. Das andere ist ja nur, um bessere Einstiege zu kreieren. Damit die Stops nicht so weit weg sind. Wir mögen keine weiten Stops. So, weil die Geld kosten. Mehr als nötig. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Weil das ist so relativ sehr wichtig. Ich muss dir sagen, lieber Tobias, dass ich in meinem Leben, ich habe das Buch zwar mal über seine Methode, habe ich zwar gelesen, aber ich kann mich heute nicht mehr erinnern, was er da verzapft hat. Ich kann dir da keine schlaue Antwort heute geben, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, was er da erzählt hat. Was wir ja gucken, ist ja immer damit verbunden mit Akkumulation und Distribution. Aber ich weiß trotzdem nicht, was er da gesagt hat. Natürlich macht das Sinn mit Akkumulation und Distribution, aber ich kann dir wirklich dazu nichts sagen. Also ich benutze es nicht. Ich habe es mal gelesen vor 30 Jahren vielleicht. Ja. Andreas, du musst das präzisieren. Das verstehe ich nicht. Also wir hätten gerne mehr als einen Bar. In Ausnahmefällen könnten wir uns vielleicht darauf einigen, aber in der Regel hätten wir mehr als einen Bar. In der Regel muss es klar sein, so wie ich es aufgezeichnet habe, es muss wie eine Welle erkennbar sein. Wir versuchen nicht, das zu zwingen, wir müssen es sehen können. Charttechnik ist keine Wissenschaft, sondern eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst. Da muss man ein wenig ein Auge dafür haben. Ansonsten muss man Quant werden und irgendwelche Abweichungen und Zahlenreihen spielen, aber man kann keine Chartformationen und keine Wellen finden. Das ist nicht in die Computersprache ordentlich einzufügen. Es gibt keine Bewegung ohne Wellen. Keine Chance. Gibt es nicht. Wenn der Markt, wie du sagst, ich sag mal, von 0 auf 100 läuft, ohne Korrektur, dann ist das eben die erste Welle. Und wenn er dann langsam wieder nach unten geht, auch ohne Wellen, wie du sagst, dann ist das die Welle 2. Und wenn er nur wie ein Fahrstuhl von 0 auf 100 geht und von 100 wieder auf 0, ist kein Markt, den ich handeln will. Dinge, ist nämlich Quatsch dann. Dann ist es eine manipulierte Sache und da, das hat mit Handeln nichts zu tun, das kannst du nicht handeln. Da kannst du nur zocken, ist wie Lotto spielen. Also, wir wollen Wellen sehen. Glaub mir, du findest in jedem Chart Wellen.
Du, wie viel Bars oder wie viele Candles das sind, weiß ich nicht. Das kommt doch ganz drauf an. Das können in manchen Märkten, wenn du die richtige Zeiteinheit nimmst, sind es vielleicht 10, in anderen sind es 40, in anderen, das ist doch alles, vielleicht sind es auch nur 5. Ist auf keinen Fall möglich, dass ein High und ein Low einer Welle in einer Kerze sind. Das ist zum Beispiel unmöglich. Es ist zum Beispiel unmöglich, dass Wellen innerhalb eines Bars sind. Also Inside Bars können keine Hoch- und Tiefpunkte sein. Das geht auch nicht. Ja, ich denke, dass mit Breakout und Volumen und kein Volumen, da denke ich, tust du dir eher weh. Ich denke, das ist ein Konzept aus vergangenen Zeiten. Heutzutage kann es auch Breakouts geben mit wenig Volumen. Das Volumen kommt dann später, wenn es den Leuten wehtut. Würde mich also nicht darauf verlassen, dass du das Volumen siehst, wenn du es brauchst. Also der Roman hat einen Quantensprung eben hinter sich, das finde ich gut. Jawohl, nur MM15. Das ist mein Trend. Ich will Intraday handeln. Ich will Intraday Kohle verdienen. Ich gucke auf den M15 Trend. Alle anderen Trends sind mir egal. Die anderen sind mir zu kurz, zu unsicher, zu schnell wieder kaputt. Die anderen sind mir jetzt mit zu großen Stops behaftet, da bewegt sich's innen drin zu viel. Wenn du morgen herausfindest, dass es für dich anders ist, mach's bitte anders. Trendbestimmung immer M15. Ein- und Ausstieg mache ich im DAX in der Regel oder in allen hochpreisigen Produkten wie DAX, DAO, ähnlichen im 3-Minuten-Chart, in anderen im 5-Minuten-Chart. Ja, wir wechseln nicht. Der Trend bleibt im M15. Wir gucken nicht auf den M1-Trend. Wir warten auch, wir werden es gleich noch erklären, wir warten auch nicht, dass irgendwelche Formationen sich bilden im M1, bis ich dann da handeln kann, weil dann im M15, nee, wo der M15 uns einen Einstieg gibt, da handeln wir. Fertig. Und kontrollieren das im M3, ob es passt. Wir gucken nicht in M1, weil der M1 für uns in dem Falle nicht interessant ist. M15 ist unser Leithammel. Also meiner kann sich jeder einen anderen raussuchen. Ja. Meiner ist M15. Wenn du es machen willst wie ich, nimmst du M15. Früher war es M30, die Märkte sind aber anders geworden, Märkte ändern sich, inzwischen ist es M15. Vielleicht ist es irgendwann der 7-Sekunden-Chart, ich weiß es ja nicht. Also im Moment ist es M15, 15 Minuten. So, Trenderkennung. Die Methode 1. Wir suchen ein Tief und danach benötigen wir drei höhere Tiefpunkte. Ein neues Hoch seit dem Tief aktiviert den Trend. Beim Abwärtstrend machen wir es umgekehrt. Wir suchen ein Hoch. Danach benötigen wir drei tiefere Hochpunkte. Ein neues Tief seit dem Hoch aktiviert den Trend. Jetzt muss ich wieder schnell malen. Also, wir haben hier zum Beispiel ein Hoch. Ja, der Markt kommt hier angerutscht.
macht er jetzt ein Hoch. Jetzt macht er hier ein niedrigeres Hoch und geht wieder und macht noch eins und noch eins und noch eins und dann macht er hier runter. So, jetzt habe ich es wahrscheinlich nicht, doch ich habe es richtig gemacht. Also, wir haben hier das High. Da kommt die erste Bewegung runter. Jetzt macht er hier ein erstes niedrigeres. Dieses jetzt soll höher sein als das. Dann muss ich sagen, jetzt ist das das erste niedrigere. Das ist das zweite niedrigere, weil es niedriger ist als das und niedriger als das. Und das ist das dritte niedrigere. Und hier war der bisherige Tiefpunkt. Und da geht er jetzt runter. Und dann ist genau hier die Trendaktivierung. Was meinst du mit, ich nehme bald Market Profile M15? Mein Market Profile ist anders als die, die so in der Regel benutzt werden. Mein Market Profile beobachte ich auf dem 5-Minuten-Chart, aber berechne ich quasi auf Tick-Basis. Jetzt weißt du wieder mehr als die meisten und eigentlich soll es doch ein Geheimnis sein. So. Trendaktivierung heißt in der Regel auch Entry, ja? Wenn du schlau bist, kannst du auch hier schon Entry machen. Dann hast du nämlich einen engen Stopp. Nein, nicht das Close. Wir warten nicht auf den Close. Die Kerze kann, die kann hier ankommen und kann so sein. Dann ist das Close hier. Willst du da verkaufen oder hier? Ich weiß, wir wollen alle hier verkaufen und eigentlich wollen wir alle hier verkaufen. Aber die hier verkaufen wollen, die verkaufen schon mal hier und verkaufen schon mal hier und verkaufen schon mal hier und lassen sich dann in der Regel hier stoppen. Deswegen warten wir entweder auf so eine Entwicklung oder auf eine andere Trenderkennung. Wir verlangen also ein Hoch und danach drei jeweils niedrigere Hochpunkte und danach ein neues Extrem seit dem Hochpunkt. Ja? Umgekehrt geht es so. Der Markt kommt hier irgendwo runter, macht ein Low, jetzt geht der Markt hoch, jetzt geht er wieder runter, jetzt macht er 1, macht er 2, macht er 3 und geht hoch. Nein, nein, da ist er noch nicht aktiviert. Ich sage nur, wenn du hier schon zwei niedrigere Highs hast oder hier schon 1, 2 höhere Lows und du siehst, dass hier über die sind oft proportional, das kann man also fast, was weiß ich, wenn der 5 Punkte höher ist und der ist 5 Punkte höher, dann ist der in der Regel 5 bis 10 Punkte höher, weil natürlich können die alle rechnen und sagen, oh, das ist ja oft so, dass es proportional ist. Das heißt, die kaufen dann schon ein bisschen vorher. Da geht er nicht auf 5 Punkte über diesem zweiten Low, sondern dreht vielleicht schon 10 Punkte davor. Also wenn du hier dann irgendeine Kerzenkombination siehst, dass er hier schon dreht, dann könntest du ja hier schon reingehen oder hier schon reingehen oder hier schon reingehen, weil dann der Stopp, denn der Stopp muss ja spätestens hier drunter sein, vielleicht viel kürzer wäre. Okay? Vielleicht rede ich aber auch zu viel und ihr denkt dann schon, ihr könnt morgen Eiskunst laufen mit dem vierfachen Rittberger und so und vierfache Achsel und so weiter und so fort, statt erstmal hier gerade auslaufen zu lernen. Ja, also.
Wir suchen einen Extrempunkt, einen Hoch- oder einen Tiefpunkt. Dann suchen wir drei höhere Lows oder drei tiefere Highs. Und danach, wenn es ein neues Extrem gibt, attackieren wir. Verstehe ich leider nicht, Andreas, was du sagst. Mindestens ATR ist immer, immer Grundregel. Gibt keinen Stopp, der kleiner ist als ein ATR. Wäre absoluter Irrsinn. Aber das andere mit dem technischen Stopp, das sagt mir nichts. Das sagt mir nichts. Nein, der Extrempunkt ist maßgebend, nicht der Close. Für High und Low und alle diese Dinge sind Extrempunkte maßgebend. Was heißt nicht höher bei Buy als bei Support? Wir haben da noch gar nicht über Stops gesprochen. Versucht doch nicht, was rauszufinden, was gar nicht wichtig ist im Moment. Ja, nicht böse sein. Es ist so, dass ich verstehe, ihr wollt wieder das Geheimrezept haben. Wie werde ich in 4 Wochen reich? Das geht hier nicht. Geht darum zu erkennen, das ist eine Marktstruktur, so bewegen sich Märkte. Und dann beobachten wir die Märkte. Ja? Wir beobachten die Märkte, wir handeln die Märkte nach dem Marktmodell, was wir haben. Wir gucken, passt es nicht. Ja? Ich könnte mich jetzt unseriös hier hinstellen und könnte sagen, hier übrigens, Leute, guck mal, wie geil ich bin. Ich habe heute so und so viele Punkte gemacht. Danach kriege ich Briefchen, E-Mails, ich will bei deiner Ausbildung teilnehmen. Und dann kann man fast in Klammern lesen, ich will jetzt jeden Tag so viele Punkte machen. Das ist absoluter Quatsch. Training ist harte Arbeit, ist Monsterfokussierung, Monsterkonzentration, ist ein tägliches Arbeiten an der eigenen Disziplin, an der eigenen Persönlichkeit und führt, wenn man das alles macht, in der Regel zum Erfolg. Man steht sich nur oft selbst im Wege. Ja. Es ist so. Glaub mir, es ist so. Jeder kann Tränen lernen. Jeder, der nicht vollkommen eine Klatsche hat, kann Tränen lernen. Aber er muss an sich arbeiten. Also, du meinst, wo der Trend aufhört? Okay. Wer kann sich daran erinnern, was ich gesagt habe? Wo hört ein Trend auf? Ja, ist vielleicht. Wo trenden wir nicht mehr? Du hast bei mir noch nie Punkt 3 und Punkt 2 gehört. Punkt 2 sage ich immer Michael Vogt, aber Punkt 3 hast du bei mir noch nie gehört. Wenn du meinst, dieses dritte höhere Low, dann musst du sagen, drittes höhere Low. Und das ist auch nicht das, was ich sage. Ich sage, der Trend oder die Trendbewegung, in die wir einsteigen, hört wann auf? Weil wir wollen keinen gesamten Trend mitfahren, weil wir wissen gar nicht, wohin der geht. Das wäre gut, wenn er weit geht, aber wir wissen gar nicht, wie weit er korrigiert und wir wollen gar keine Schmerzen auf dem Weg haben. Sondern wann steigen wir aus aus so einem Trend? Wir steigen aus einem Trend aus, wenn es nicht mehr trendet. Wann trendet es nicht mehr? Wenn er mehr als 4 Kerzen kein neues Extrem gemacht hat. Dann gehen wir raus. Weil wir da einen Range-Verdacht haben. Warum wollen wir denn in der Range weiter in der Position bleiben? Wenn wir ein Gegensignal bekommen, gehen wir sowieso raus. Ja?
Wir sind vollkommen einfach strukturiert. Wir müssen bis vier zählen können, um treten zu können. Gibt es hier einen, der nicht bis vier zählen kann? Freunde, das ist kein Sarkasmus von mir. Ich meine das ernst. Gibt es jemanden, der nicht bis vier zählen kann? Es gibt Leute, die sagen eins, zwei, drei, viele. Ihr müsst bis vier zählen können, das ist wichtig. Komm, einer kann lachen darüber. Komm, ein Smiley bitte. Ihr müsst bis vier zählen können. Wer bis vier zählen kann, kann aus so einem Ding aufsteigen. Herzlichen Dank. Echt? Reden ist einfach. Reden muss monsterlangweilig sein. Dann ist es erfolgreich. Und es gibt Leute, die gehen dreht ein und dann sagen sie, oh mein Gott, und hin und her, und ich muss den managen und mikromanagen und hin und her und oh und scheiße und weiß ich nicht und tralala. Weißt du, wie ich handle? Gebe mein Limit ein, habe eine OCO da laufen und gehe zum Beispiel ins Fitnessstudio. Komme nach 2 Stunden wieder und gucke, was draus geworden ist. So einfach ist das. Wer sagt jetzt, Olli, da kannst du aber doch gar nicht sehen, wann 4 oder 5 Kerzen rum sind? Das stimmt. Nein, die sind auf den, sind darauf bezogen. Wenn du Trend machst, natürlich 15 Minuten Kerzen, aber wenn ich einsteige, bin ich ja im 3- oder im 5-Minuten-Chart unterwegs in der Regel. Und da geht das natürlich viel schneller. Aber wenn ich Kursziele habe, dann kann ich auch weggehen. Ich weiß ja, was ich erreichen will, ich weiß, was ich riskiere. Fertig, Ende Gelände. Gibt nur eine dieser beiden Möglichkeiten. Wenn ich meine Techniken diszipliniert abhandle, wird eine dieser beiden Möglichkeiten eintreffen. Es wird meinen Stopp erreichen oder mein Ziel erreichen. Alles andere geht nicht. Ja. So, das ist wie gesagt die eine Möglichkeit. Hier könnt ihr sehen, Beispiel Low, erstes Low, zweites Low, drittes Low, boom. Ja. Ist nur ein Beispiel. Wieso? Die sollen ja gerade nicht kommen. Das ist doch der Trick dabei. Wenn du immer High hast, dann hast du doch schon einen Trend. Es geht um eine Trendaktivierung, wo es anfängt. Darum geht's. Der Trick ist ja genau das, dass du das eben noch nicht hast mit dem Higher Low und Higher High, sondern nur Higher Lows. Das ist jeder Chart, den du dir vorstellen kannst. Das kann auch ein Monatschart sein. Dann hast du einen Monatstrend. Das ist mit Sicherheit ein 15-Minuten-Chart. Weil ich gucke auf 15-Minuten-Chart. Wenn du mir nicht glaubst, frag meine Jungs und Mädels. Weil wir haben ja auch Mädels. Trenderkennung Methode 2. Für Aufwärtstrend, wir suchen eine mehr als dreiwellige Bewegung mit steigenden Tief- und Hochpunkten. Guck, Andreas, da ist es. Für Abwärtstrend, wir suchen eine mehr als dreiwellige Bewegung mit fallenden Hoch- und Tiefpunkten. Idee dahinter, wie bei Elliott Wave. Korrekturen haben in der Regel nur 3 Wellen, Trends mindestens 5 und eine Bewegung im Trendmodus steht nie alleine. Ich wiederhole, eine Bewegung im Trendmodus steht nie alleine. Soll ich nochmal wiederholen?
Wir sprechen gemeinsam. Eine Bewegung im Trennmodus steht nie alleine. Also, steht eine Bewegung im Trennmodus alleine? Fragezeichen? Wie viel Nies bekomme ich von euch? Echt, das sind viel zu wenige. Faulheit wird nicht belohnt. Geht zurück auf Los. Genau, steht nie alleine. Also, Sinn ist folgender. Ich habe euch ja schon gewarnt, dass es das heute länger dauert, weil Trend ist echt wichtig. Also, wir haben hier eine Bewegung. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Wir wissen, seitdem wir mehr als drei haben, eins, zwei, drei, und mehr als drei kann nicht vier sein, weil vier kann ja auch hier runtergehen. Mehr als drei heißt fünf. Wir wissen jetzt, aha, Trend. Jetzt erwarten wir eine. Eins, zwei, dreiwellige Bewegung nach unten. Die bezeichnen wir mit ABC. Und danach geht es wieder los, weil die steht nie alleine. Hallo Trendfortsetzung. Jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer. Ups. Nein. 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 Okay. So. Ist wieder weg. Also hier. Low. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Drei will ich runter. A. B. C. Schwubbeldiwupp. Hier geht's los. Das ist nur ein Zeichen, hier beginnt's. Das ist kein Kaufsignal. Ich weiß nicht, wo die C endet. Es ist kein Kaufsignal. Ja? Du kannst, nachdem diese Kerze hier steht, kannst du sagen, oh geil, das kaufe ich. Aber nicht hier unten, sondern da oben. Also sich nicht verwirren lassen. Nicht denken, oh, hier, der Olli, der kauft am Low, der Olli gibt am High. Nein, kann er nicht, der Olli. Ja, also, wir haben hier von dem Low eine mehr als dreiwellige Bewegung. Und wir wissen hier, weil wir eine mehr als dreiwellige Bewegung haben, wissen wir, das wird weitergehen. So, wir warten also eine dreiwellige Korrektur ab. Hier ist die erste Welle, hier ist die zweite Welle. Ich weiß, es dauert ewig für euch. Das ist ja furchtbar. Das ist die dritte Welle. Und jetzt, nach der dritten Welle, kann es losgehen. Und jetzt geht's hoch. Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, dreiwellig. Eins, zwei, drei. Da hast du sicherlich recht, Andreas. Er sollte nicht auf Null fallen. Weil dann wäre der Trend ja schon wieder kaputt. Ja. Den Rest kannst du dir dann später angucken. Wir machen das ja deswegen, dass wir es aufzeichnen. So.
Gibt's dazu Fragen? Finde ich gut. So. Trenderkennung Methode 3. Wir definieren Trend als eine konstante Folge von steigenden oder fallenden Point of Controls, auch POCs genannt, steigenden oder fallenden Value Areas, Market Profile, Volume Profile, steigenden oder fallenden Pivotpunkten, steigenden oder fallenden 3-Tages-Pivots. Man kann auch aus 3 Tagen einen Pivotpunkt bilden. Idee dahinter ist, Märkte bewegen sich gerne in eine Richtung, wenn sie aus dem Gleichgewicht, wir nennen dies Range, gebracht worden sind. Wir folgen Trends. Warte, 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 warte. Was heißt, warte mal. Der Alexander sagt, ja, siehe oben, wo denn oben? Hast du mir vorher was geschrieben? Ah, kurze Frage. Also für mich ist ein Pennant ein Wimpel. Und das ist doch kein Wimpel. Das ist übrigens nicht mein Hund, das ist der Nachbarshund. Er hat überschüssige Kraft, er ist noch relativ jung. Oder habe ich dich falsch verstanden, Alex? Wer mit M anfängt, das reicht mir nicht mit M. Also für mich ist das kein Wimpel. Wimpel stehen in der Mitte der Bewegung, nicht am Ende. Am Ende darf es Abschlussdreiecke geben. Aber Wimpel ist es sicherlich nicht. Ist auch im Grunde nicht wichtig, ist nur wichtig, dass du es versuchst so zu lesen, wie ich das tue, weil ich verdiene Geld damit. Und dann kannst du es auch. Wenn du das anders nennst, ist es egal. Hauptsache, du machst es genauso. Bin da nicht Freunde. Alles, was Geld bringt, ist gut. Wenn jemand das ein bisschen anders macht und damit Geld verdient, dann soll er das bitte nicht ändern. Bevor er dann sagt, oh, ich habe es geändert, der Olli, oh, und jetzt hier den Dreh hätte ich gekriegt und so weiter und so fort. Wenn ihr was researched habt, das heißt, ihr habt es wirklich untersucht und das verdient Geld, um Himmels Gottes Willen ändert das nicht. Und überprüft alles, was ich sage, alles. Setzt euch zu Hause hin und überprüft das mehrfach. Ja. Ich gucke nicht in Stundenchart, ich gucke im 15-Minuten-Chart nach den Wellen. Und ich weiß nicht, ob du immer, wir haben ja auch mal eine Zeit lang, haben wir eine Range gehabt. Kann mich jetzt nicht erinnern, ob das so war. Also.
Und wir haben, das stimmt, mehrfach die Richtung geändert im 15-Minuten-Chart. Das ist ja nicht schlimm. Nach 5 Wellen folgt dann in der Regel eine Korrektur. An der Börse gibt es nichts, was immer kommt. Wenn es immer kommen würde, würden die Computer das schon so machen, dass du gar nicht mehr dazwischen kommen würdest. Es ist nicht immer alles so. Ist es im Sommer immer sonnig? Nee. Schneit es im Winter immer? Nein. Verdienst du jeden Tag Geld? Nein. Verlierst du jeden Tag Geld? Nein. Hast du deine Frau jeden Tag genauso lieb? Nein. Hast du sie oft lieber als manchmal? Ja. Jetzt warte mal, da war noch die Lilly vorhin. Wie komme ich da hin hier? Die hatte vorhin noch was gefragt. Die hat zwar dann okay auch gesagt, aber. Also, wenn du einen Trend hast und hast eine Seitwärtsbewegung, brauchst du keine neue Aktivierung. Ja? Nur wenn du einen Trend hast, der aktiv ist und der deutlich, also diese Korrektur praktisch, auf die du wartest, diese Korrektur wird dann größer und aktiviert was, dann wirst du aufgeweckt, oh, ist jetzt ein anderer Trend. Das ist wichtig. Aber du musst nicht beim zweiten Mal wieder aktivieren. Ja? Okay? Okay. So, das haben wir gesagt. Also, hier wäre es ein Kauf wegen zweimal höherem Pivot. Der wäre weiterhin aktiv, bis er zweimal hintereinander runter geht. Das wäre hier der Fall. Nur als ein Beispiel. So, wie steigen wir die Dinge ein? Systematik 1. Wir suchen im Trend einen Einstieg, indem wir Folgendes machen. Im Aufwärtstrend gibt es die Möglichkeit, aggressiv einzusteigen. Wir kaufen über der tiefsten Kerze, die kein neues Hoch macht. Normal, wir kaufen nach einem Rücksetzer ein neues Hoch. Punkt 2 würde der Herr Vogt sagen. Vorsichtig. Wir warten auf eine dreiwellige Gegenbewegung und kaufen dann ein erstes 1, 2, 3 in Trendrichtung. Vorsicht heißt, man ist relativ sicher, heißt aber, wenn es schief geht, kostet es mehr. Man erkauft die Sicherheit mit höherem Risiko. Im Abwärtstrend aggressiv, wir verkaufen unter der höchsten Kerze, die kein neues Tief macht. Normal, wir verkaufen nach Rücksetzer ein neues Tief. Vorsichtig, wir warten auf eine dreiwellige Gegenbewegung und verkaufen ein erstes 1, 2, 3 in Trendrichtung. Ja? Beispiel. Geht los hier. Ja? 1, 2, 3. Trend mehr als dreiwellig. Jetzt können wir einsteigen. Aggressiv. Die Kerze ist höher. Die Kerze ist höher. Unter dieser Kerze kommen wir rein. Hier kommen wir rein. Ja, hier. Da kommen wir rein. Einstieg normal. Wir warten auf die Gegenbewegung. Einstieg vorsichtig. Wir warten auf dieses 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gehen wir hier rein. Wir wollen da keine 3 Stunden oder 4 Stunden Veranstaltung draus machen. Ich gehe zum nächsten über.
Einstiegssystematik 2. Wir warten auf die Bildung einer Range, weil ihr kriegt die Datei ja alle von der Dagmar, wenn ihr sie haben wollt. Gegen ein nettes Gespräch und gegen Hallo Dagmar, wie geht's dir denn? Du warst krank am Freitag. Soll ich dir ein paar Orangen pflücken und schicken? Irgendwie sowas nett eben. Bisher gab es noch keinen einzigen, der gesagt hat, oh, die Dagmar ist nicht freundlich. Die Dagmar ist die freundlichste auf der Welt und wir sind hier beim, wo auch sonst, beim besten Poker der Welt. Freitagabend, bester Poker der Welt, hier sind wir. So, wir warten auf die Bildung einer Range in einen Trend und steigen ein im Aufwärtstrend an der unteren Kante der Range, im Abwärtstrend an der oberen Kante der Range. Das kann ich mal schnell aufzeichnen, wie ich das meine. Also, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung und jetzt macht er hier eine Range. Das sind hier vier Kerzen, das sind vier Kerzen. So, das ist jetzt die Range. Ups. Spaghetti Range. Und jetzt geht er wieder runter. Und hier will ich kaufen. Ich habe keine Angst vor dem 1, 2, 3, dass der jetzt hier nach unten läuft, sondern hier will ich kaufen und Ziel ist neue Highs. Ja? Nur im Notfall handeln wir den Ausbruch aus der Range. Und niemals nicht hier den Ausbruch in die Gegenrichtung. Niemals nicht im Notfall hier. In der Regel kaufen wir hier einfach hier. Da, wo die Idioten ein 1, 2, 3 verkaufen, nach unten, oh, Markttechnik muss jetzt verkaufen, Trend hat gedreht, das kaufen wir. Ja? Der Ausbruch in die Gegenrichtung wird nur in Trendrichtung gehandelt, wenn es nämlich einen False Break gibt. Damit nutzen wir das und kaufen das. Beispiel. Wir sind wieder mehr als dreiwellig. Wir steigen ein oder auch nicht. Wir haben es verpasst. Sehen den Chart jetzt erst und so weiter. Wir sehen, dass sich eine Range entwickelt. Ja, weil seit diesem Low hat er mehr als vier Kerzen gemacht. Seit diesem High hat er mehr als vier Kerzen gemacht. Das ist das Low. Das zeichnen wir ein. Hier haben wir die Möglichkeit, in dreimal Kerzen zu verkaufen. Das heißt nicht, dass ich dreimal draufhaue und dreimal verkaufe, sondern eine dieser drei Kerzen nutze ich, um einzusteigen, weil ich will hierhin. Ja? Wer versteht mich? Wer sagt, genauso mache ich das auch oder das ist ja eine coole Idee? Wer versteht mich? Finde ich gut. Falls mich jemand nicht verstanden haben sollte, sollte er sich jetzt melden. Das freut mich, dass das für dich neu ist, weil wenn das alles alter Käse wäre, dann hättest du ja Lebenszeit verschenkt heute Abend. Dein Bauch verliert Geld. Meine Techniken gewinnen Geld. Also Bauch beiseite, gib ihm was zu essen und handel mit. Oh Mann, wer Luis Garcia heißt, ist sicherlich Spanier. No, I do das. Un español. Jetzt sagt er mir gleich, er ist Chilene oder so. Aus Frankfurt. Hey Mann, aus Frankfurt. Hab einen guten Kumpel in Frankfurt verloren vor einem Jahr durch Herzinfarkt. Der war auch Spanier. Der ist noch Spanier, jetzt ist er nur im Himmel, der gute Bub.
Wo kommst du aus Frankfurt her? Ich habe in der Nähe vom Holzhausen, vielleicht bist du ja ein ganz anderer Jahrgang als ich. Ich bin Jahrgang 63. Wir haben damals im Holzhausen Park immer gespielt. Deutschland gegen den Rest der Welt, gegen Italien, Spanien. Wir haben immer schön aufs Maul bekommen. Ging immer so 7-1 für die südlichen Länder aus. 7-1, 8-0, 6-0, 5-1. So haben wir immer verloren. Du verkaufst an dieser Linie. Du stellst da ein Limit. Ich stelle mein Limit immer 2 Punkte vor so einer Linie. Nein, wir stellen uns nie gegen den Markt. Wir würden nie unten kaufen, weil du weißt schon, dass du deinen Stop-Loss nehmen wirst. Das kann ich dir schon jetzt garantieren. In Trends. Vier Kerzen ohne Extrem. Wo ist das Extrem? Das Extrem ist hier. Warte mal, bei den Knochen hier wieder nehmen, den Ball hier. Also, der Markt geht nach unten. Also wir müssen jetzt alle mitspielen lassen. Der Markt geht nach unten, korrekt? Will viele Ja sehen. Ah, okay. Also alle noch wach, sehr gut. So, diese beiden Kerzen hier bilden kein neues Extrem, weil das Extrem nach unten ist jetzt hier. Ja? Also eine Kerze ohne neues Extrem, zwei Kerzen, drei Kerzen. Die vierte macht ein neues Extrem. Noch alle am Ball? Hervorragend. Werden weniger, aber sind die meisten sind doch da. Die meisten sagen, der will nur hier, der will nur, dass ich hier mich hier. Ich sag doch nicht immer ja, wenn er mich fragt. Also, das hier ist jetzt das Extrem. Eine Kerze ohne neues Extrem, zwei ohne neues Extrem, drei ohne neues Extrem, vier, mehr als vier. Also lege ich auf diesen Close meine Linie. Wer ist noch dabei? Alle noch dabei. Also der Louis hat gefragt, ob man da verkaufen könnte an der grünen Linie. Natürlich kann man da verkaufen. Wir gehen aber doch jetzt davon aus, dass es schon vorbei ist, dass wir es schon entweder gehandelt haben und schon wieder zugemacht haben oder vielleicht jetzt erst reinkommen, denn der Markt sieht so aus. Dann kann ich leider an dieser Kerze nicht mehr irgendwas machen. Ja. Ich kann ja jetzt nicht an der grünen Linie verkaufen. Wer nimmt es mir denn ab? Das ist ja so, als würde ich jetzt sagen, sag mal, hat noch eine hier Ethereum für 360 Euro? Dollar, Entschuldigung. Hat noch eine Ethereum für 360 Dollar? Da würde ich sagen, Alter, hast du nicht alle, die sind 460. So ist es auch hier. Also muss ich doch nach einer Formation suchen. Hier eine, zwei, drei, vier, viele. Viele ist mehr als vier. Also mache ich hier die Linie drauf. So, jetzt weiß ich, wo die Range ist. Und ich weiß hier auch, wo die Range ist, weil die Gegenbewegung, die er gemacht hat, da war hier das höchste Close. Und seitdem, seit dieser Kerze, eins, zwei, drei, vier, viele. Hat er kein neues Extrem in die Gegenrichtung gemacht. Also ist hier eine Range. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Trendbewegung, dann möchte ich in Trendbewegung einsteigen. Also möchte ich nicht hier kaufen. Und ja, ich weiß, in dem Fall gab es mal was. Es gibt aber die Momente, wo er hier zwei Kerzen seitwärts macht und dann bumm nach unten durch. Sondern wir wollen jetzt, dann müssten wir mit dem Breakout-System einsteigen. So sagen wir, wenn er hier oben hinkommt, verkaufen wir. Bekommen wir eine, zwei, drei Möglichkeiten. Und wir stehen an dieser Linie oder 2 Punkte davor, je nachdem, je nach Risikobereitschaft, stehen hier und wollen das verkaufen. Okay? Ja?
So. Einstiegssystematik 3. Wir handeln, unterstützen. Das ist jetzt das Wichtigste. Freunde, schreibt es auf. Schreibt es auf. Klebt es an euren Schirm. Klebt das an euren Kopf in Spiegelschrift, dass ihr es morgens beim Rasieren oder beim Schminken seht. Wir handeln, Unterstützung und Widerstände nur in Trendrichtung. Freunde, das ist mein heutiger 100.000-Euro-Tipp für jeden von euch. Jeder, der über eine längere Zeit handelt und das macht, hat gegenüber dem, was er vorher wusste, mindestens 100 Mille gespart. Für mich, wenn ich das ganz, ganz früh gewusst hätte, weil ich ganz, ganz groß gehandelt habe früher bei Banken, hätte ich Millionen mehr verdient, wenn ich nur das gemacht hätte. Nicht für mich, sondern für die Banken. Also, wir handeln Unterstützung und Widerstände nur in Trendrichtung. Wer hat's aufgeschrieben? Vier Leute, fünf, sechs, sieben, acht. Wo sind die anderen? Neun. 10. Schreib's auf. 11. Lass mich nicht hängen hier. Lasst euch nicht hängen. Lasst eure Familie nicht hängen. Screenprinz. Habe ich noch nie gehört. Heißt du wirklich so oder ist das ein Spaß von dir, Thorsten? Muss ja manchmal muss ich fragen. Nein, nein, heißt du mit Nachnamen? Ist das dein echter Nachname? Cool. Das ist cool. Aber hey Mann, du hast schon viel, du bist schon viel angefrotzelt worden wahrscheinlich. Ja. Ist bestimmt ein brutal cooler Typ. Also, im Aufwärtstrend kaufen wir jede Unterstützung. Jede Unterstützung ist wahrscheinlich irgendwelchen Rechtschreibprogrammen zu verdanken, die Autokorrektur gemacht haben. Also kaufen, ah doch, kaufen jeder Unterstützung. Okay, das kann sogar von mir sein. Also wir kaufen jede Unterstützung. Im Abwärtstrend verkaufen wir jeden Widerstand. Ja? Wir kaufen jede Unterstützung und wir verkaufen jeden Widerstand. Im Aufwärtstrend kaufen wir die Unterstützung, im Abwärtstrend verkaufen wir die Widerstände. Nichts anderes tun wir. Freunde, es hört sich einfach an und ist es auch einfach. Es ist maximal einfach. Ich sag doch, Traden muss einfach sein und langweilig. Wer sein Adrenalinfix braucht, ist eigentlich beim Traden falsch. Ist vollkommen falsch. Genauso mache ich das, Andreas. Du bist dir sehr unsicher, ob ich das immer ernst meine. Du fragst das immer ganz genau nach, aber es ist so. Genau so. Egal um wie viel Uhr, wenn da eine Unterstützung ist und ich mich entschieden habe, dort zu handeln, dann kaufe ich das. Ja? Jetzt natürlich, ich handle nicht um 5 vor 10 oder so, weil da kann ich ja nicht mehr rauskommen abends. Aber ich handle in der Regel zwischen 9 bis 12. Und da nehme ich jede Unterstützung und jeden Widerstand, je nachdem, welcher Trend da ist. Und meine Trades halte ich,
Ja, dann sagt mir einer, oh, ich kenne da einen, dann hast du aber doch gehalten. Also in der Regel halte ich keinen Trade über das Tagesende hinaus. Wenn du willst, kannst du es einzeichnen, du kannst aber auch im Kopf zählen. Ich habe in meinen Charts das in der Regel nicht drin stehen, weil ich weiß ja, ich handle das ja den ganzen Tag, da weiß ich ja, wo die Punkte sind. Intelligenter ist, sich was reinzumalen, natürlich. Weil manchmal muss man ja morgens neu angelernt werden, wenn man sich geärgert hat. Das kennt ihr doch auch. Ja, komm manchmal morgens rein, hast noch ein bisschen dicken Kopf oder so und kannst dich ja nicht erinnern, wo der Markt gestern war. Vollkommen ohne Drogen, vollkommen ohne Alkohol. Ja. Was willst du denn immer mit dem 1%? Das ist doch gar nicht von mir. Du hast mich das vorhin schon gefragt. Warum bestehst du darauf? Ja, aber ich behandle, hast du das von mir schon mal jemals gehört? Das 1% ist doch gar nicht von mir. Hast du von mir noch nie gehört? Nee. Nee. Ich mag das vielleicht irgendwann als Beispiel gesagt haben, aber ist nicht von mir. Gibt denn keinen meiner, wir haben in unserer Ausbildung ein Regelbuch, da steht nichts von 1% drin. Ich kann auch nicht jemandem sagen, der ein 500-Euro-Konto hat, mach nur 1%. Der weiß ja gar nicht, was er machen soll. Das entscheidet doch jeder selbst, wie viel Prozent er hat. Es gibt auch Techniken, die kann ich ohne mein Risk of Ruin größer 0 zu haben, kann ich die doch mit 4% fahren. Das gibt's doch. Also von mir ist dieser Quatsch mit 1% nichts. Es gibt auch dann Leute, die sagen, nee, 0,3%. Nee, sage ich, das ist total geil für Leute, die eine Billion haben, aber für Leute, die 500 Euro haben, lass die doch in Ruhe mit der 0,3%. Ja, da habe ich schon mit vielen Leuten Streitgespräche geführt. Außerdem, wenn 1% Risiko nicht zu dem Markt passt, zu der Wohler passt, was willst du dann da machen? Ein Stop-Loss ist in der Regel ein bisschen größer als die 5er ATR. Da hast du 100% recht. Also, es hört sich sehr einfach an, ist es auch das Problem, ist die eigene Psyche. Das ist das einzige Problem. Oh, ich glaube, der Trend dreht. Oh, ich glaube, ich muss da irgendwie was anderes machen. Jetzt ist es schon zu weit gelaufen, ich kann doch da nicht kaufen oder verkaufen. Ohne Disziplin wird es ganz böse enden. Und die meisten Leute, genau, die fischen, so wie der Rummel das sagt, die fischen nach dem High, die fischen nach dem Low. Und das gibt mit Anlauf auf die Lauschlappen. Ja, stammt von mir. Stimmt. Stimmt. Ich habe doch gesagt, es stimmt. Finde ich doch gut, dass du das weißt. Finde ich wirklich, wirklich super. Da freue ich mich. Das klingt jetzt wieder blöde, aber es klingt immer so, als aber es ist wirklich, ich freue mich wirklich, wenn jemand mir das sagt, was ich sage. In der Regel bin ich glücklich, weil er mir zugehört hat. Geil. Echt, ich freue mich wirklich. Ganz ehrlich. Ich hoffe, du kommst irgendwann auf mich zu und sagst, hier, Olli, ich habe dir wirklich zugehört und dieses und jenes. Und ich hoffe, du sagst mir, dass du damit Erfolg hast und freue ich mich wie blöde. Dann geht der Kaffee oder das Bier auf mich.
So, Exit. Wie komme ich aus dem Ding raus? Wir gehen aus einem Tret heraus, wenn wir entweder unser Ziel erreicht haben oder eine Umkehrkerze identifizieren können. Ziele sind ein Widerstand oder eine Unterstützung, ein ATR-Ziel, natürlich nicht eine ATR, sondern mehr. Wenn ich eine ATR-Risiko nehme, will ich mindestens zwei ATRs verdienen. Wenn ich also in der Regel 13 Punkte verliere, wenn ich gestoppt werde, möchte ich gerne, wenn ich gewinne, 26 Punkte verdienen. Informationsziel, eine Berechnung zum Beispiel aus einer Flagge, aus einer Range oder was weiß ich. Umkehrkerzen. Ja, das hätte ich abdecken müssen. Umkehrkerzen sind im Downtrend, Schrägstrich am Ende des Downtrends, ein grüner Hammer. Also eine Kerze, die ein neues, lass mich das mal aufzeichnen. Also, wir haben hier den Downtrend und jetzt am Ende haben wir eine Kerze, die ein neues Extrem markiert und danach, wenn das die Eröffnung war, über der Eröffnung schließt. Das heißt, im Abwärtstrend muss das grün sein. Alles andere ist keine Umkehrkerze. So, am Top, wenn das der Aufwärtstrend ist, am Top haben wir die umgekehrte Situation. Der Markt macht ein neues Top, ein neues Extrem und danach geht die Kerze unter ihren Öffnungskurs, der ist hier, und formt eine Kerze, deren Close unter dem Opening liegt. Welche Farbe muss das haben? Der Andreas ist ein geiler Typ, der ist immer vorne. Der Andreas kommt aus einer Familie von Schnellschreibern. Rot! Weil negative Kerzen sind beim Olli rot, positive sind grün. Jetzt wird der Alexander mir gleich böse sein, weil ich solche Fragen in der Regel beantworte mit: Und wenn es eine rote lange Kerze gibt, eine Umkehrkerze ist nur das, was ich da hingemalt habe. Kein Doji, kein was weiß ich, kein roter Hammer unten, kein roter Hammer, grüner Hammer oben, sondern auch kein umgekehrter Hammer. Also jetzt zum Beispiel diese Figur hier oben oder diese Figur da unten, egal mit welcher Farbe, das ist keine Umkehrkerze. Ja? Wenn ich sage Umkehrkerze, dann sprechen wir nur über diese Umkehrkerzen. Wir sprechen nicht darüber, wie es wäre, wenn da was anderes steht. Denn dann wäre es keine Umkehrkerze und dann machen wir was anderes. Ist das okay? Danke. Und wie gesagt, nicht böse sein. Das klingt vielleicht manchmal ein bisschen rau oder so, aber ich bin da eigentlich ein
Ganz verträglicher junger Mann. So. Jetzt gibt es noch eine Sache, die so ähnlich ist wie eine Umkehrkerze. Und zwar muss man dafür zwei haben. Das bedeutet, diese erste Kerze, wenn es ein klar zu sehender Hammer ist, aber es nicht grün, sondern rot, brauchen wir die Bestätigung in der Folgekerze. Das heißt, die Folgekerze muss dann grün sein. Danke, Alex. Oder hier am Top, wenn das nur ein grüner Shootingstar ist, dann muss die Folgekerze rot sein. Und diese Kombination aus den dann zwei Kerzen, die ersetzt das und formt zusammen die Umkehrkerze. Ja? Muss ich nicht zeichnen, oder? Danke. Muss nicht drunter schließen, sondern muss nur die Farbe haben. Oder drüber schließen, muss nur die Farbe haben. Ja. So. Upp. Heute muss ich richtig arbeiten, Freunde. Klick, klack, Schabernack. So, wenn es eine Excel-Technik 1 gibt, gibt es auch eine Excel-Technik 2. Also erstmal die 1. Das ist die Umkehrkerze mit Bestätigung. Ja. Neues High. Und jetzt mit dieser roten Kerze, sie hier bestätigt. Die ist bestätigt am Ende der Kerze. Logisch, ich weiß nicht, wie die Kerze ist. Die manchmal in 5 Minuten wechseln die Farbe. So. Und hier habe ich eine echte Umkehrkerze, den grünen Hammer. Da muss ich nicht warten, bis diese Kerze kommt. Ja? Jawohl, Augen trainieren. Du musst die Dinge alle 10.000 Mal gesehen haben. Dann siehst du das. So wie auch die Trenderkennung, so Leute kennen der Umkehr. Richtig! Richtig, Andreas. Diese Dinger bitte auch im M15. Nicht sagen, oh, da war eine 1-Minuten-Umkehrkerze. M15. Hätte ich dazu schreiben müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Exit-Technik 2. Exit durch Stopp. Da sagen die, da kann ich doch gar kein Geld verdienen. Ist aber so, kommt ja vor. Also, ich muss raus beim Stopp. Stopp liegt in der Regel bei 13 Punkten im FDAX, beziehungsweise 6 Punkten im Eurostoxx. Allerdings muss ich die ATR5 im M3 beachten. Nicht im M15, im M3 die ATR. Die M15 ATR, da tränen euch die Augen. Also, die ATR5 im M3 beachten. Size anpassen, falls nötig. Heißt, wenn die ATR höher als 13 Punkte ist, muss ich einen höheren Stopp wählen. Also wähle ich eine kleinere Size. Dann kann man noch rausfliegen durch einen Stopp, nämlich einen Trailing-Stopp. Dazu muss ich was sagen. Also. Ich ziehe diese Stops konservativ nach. Jetzt sagt jeder, was ist konservativ? 10 Punkte, 15 Punkte, wie meinst du das? Erkläre ich gleich. Hyperaktivität mit Nachziehen der Stops kostet Performance. Wir haben mal einen Testlauf gemacht mit Computern und haben uns angeschaut, was denn passiert, wenn man so Techniken handelt im DAX und den Stopp nach 10 Punkten, wenn man 10 Punkte vorne liegt, auf Break-Even setzt. Was meint ihr, was da herauskommt? Man liegt auf einer Position, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das sogar so macht, der liegt 10 Punkte vorne und sagt, jetzt stelle ich meinen Stopp auf Break-Even. Gibt ja Schlauberger, die machen dann Break-Even plus 1. Einen Punkt, dann reden sie vom Free Trade und all so ein Kram.
Wer hat eine Idee, in wie vielen Fällen man so in der Regel ausgestoppt wird? Roman, du bist entweder sehr scharfsinnig oder zu intelligent. Der Andreas übertreibt ein bisschen. Der Senol untertreibt ein bisschen. Circa 80%. Damals, ich guck's nicht jedes Mal nach. Ist furchtbar. Ist echt furchtbar. Ah. Tobias hat Erfahrung im, boah, sowas redest du. Pfund Australdollar. Leck mich fett. Da machst du auch Yen Australdollar und sowas, oder? Jeder, wer es braucht, jeder holt sich die Schmerzen, die er gerne hat. Also. Bist du Australier oder Engländer? Wie kommst du darauf, nur das zu handeln? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man macht das nicht. Wer schnell seine Stops nachzieht, wird schnell vom Markt abgeholt. Der Markt liebt es, solche Punkte, wo Leute in den Markt hineingegangen sind, nochmal zu testen. Patrick, wir sind freigebig, wir sind beim besten Broker der Welt. Den müssen wir doch ein bisschen Wissen dalassen. Der schreibt nämlich gerade hier, das ist einer von uns, der schreibt hier, verrat nicht so viel. Also, Trades werden konservativ nachgezogen, das bedeutet, dass ich meine Trails nur nachziehe, wenn es eine echte dynamische, Betonung liegt auf dynamische Trendbewegung ist, dann warte ich bei dieser Trendbewegung auf das Ausbilden einer Range. Wir sprachen gerade darüber, was eine Range ist. Einen erneuten Ausbruch in Trendrichtung und nach diesem Ausbruch, der Ausbruch ist dann erfolgt, wenn wir einen Schlusskurs haben über dieser gesamten Range. Und dann ziehe ich meinen Stopp unter diese Range nach. Mehr kann ich hier nicht sagen, weil sonst kann ich meine Ausbildung irgendwann nicht mehr verkaufen, weil ihr alles wisst. Wir achten natürlich immer auf das CRV. Kurs muss bei Signal immer genug Spielraum haben, um mindestens das Zweifache des Risikos verdienen zu können. Sonst machen wir keinen Trade. Weil wir machen Trades, um Geld zu verdienen und nicht um cool zu sein. Hier seht ihr es. Der Initial, also hier gehen wir rein bei der grünen Linie. Der Grund ist egal. Der Initialstopp ist hier. Das sind diese 13 Punkte. Der Markt geht runter. Der Markt geht hoch, der Markt geht runter, der Markt geht hoch, der Markt macht ein neues Tief. Jetzt ziehen wir es, ist kaum eine Veränderung über dieses Hoch drüber. Der Markt geht weiter, macht neue Tiefskurse, reagiert, macht neue Tiefskurse, macht unter diesem Kram hier ein neues Close, wir ziehen den Stopp, macht hier ein neues Close, wir ziehen den Stopp, macht hier ein neues Close. Wir ziehen den Stopp, hier ziehen den Stopp, hier ist der Stopp und wir closen hier, weil es mehr als dreiwellig in die Gegenrichtung geht. Ich hoffe, ihr habt dazu keine Fragen. Weil sonst müsste ich euch meine Ausbildung empfehlen. Aber keine Angst, das geht nicht jeden Tag so einfach, sondern diese Trends sind ja relativ selten. Na, alles klar? Wer hat noch Fragen? Das ist der Olli, ja? Der
Olli, so ein schlanker, dunkelhaariger Typ. So ist das ja nur. Also, wenn alles klar ist, lass es uns tun. Klasse, Micha, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt. Und wünsche euch im Namen von der kranken Dagmar, der kann man auch vielleicht eine E-Mail schicken und ihr gute Besserung wünschen. Wir versuchen ja immer etwas mehr zu tun. Wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben heute deutlich überzogen. Aber das wussten wir vorher. Trend geht in einer Stunde nicht. Es wäre absolut unseriös gewesen, so zu tun, als könnte man das in einer Stunde hier runterlabern. Und nicht vergessen, am Mittwoch, da wird wohl noch eine E-Mail bei euch aufschlagen, am Mittwoch um 18 Uhr sprechen wir über Bitcoin. Wir werden, also ihr braucht nicht darauf zu warten, dass ich sage, ihr könnt damit Milliardär werden oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum zu erklären, was Bitcoin ist. Es geht darum, das verständlich zu machen, wie man in der Regel an Bitcoin ka kommen kann und die Angst praktisch davor wegzunehmen, dass man irgendwelche Tulpenzwiebeln kauft oder so, sondern einfach erklären, dass das ganz normales Handelsprodukt ist, wie andere eben auch. Und zwar geschieht das zu der Einführung hier bei FX Pro von den Bitcoin-CFDs. Und jeder kann dann für sich selbst entscheiden, ob er das rein als Handelsinstrument nimmt, zum Beispiel CFDs, oder ob er sich hinstellt und sagt, nee, das finde ich so geil, ich möchte die Dinge wirklich haben. Und dann sich um das kümmert oder vielleicht auch für sich entscheidet, nein, das ist nichts für mich. Das ist ja auch eine gute Entscheidung. Da bleibt ja für uns mehr übrig. Ja. Also, einige gehen hier in Urlaub, sehe ich. Einige sind immer in Urlaub. Marbella, ich habe in der Nähe von Alicante gelebt, mal 2 Jahre. Wir werden das Webinar immer aufzeichnen. Manchmal passieren technische Dinge, die tun uns dann leid, da können wir leider nichts tun, aber in der Regel wird das alles dann auf den YouTube-Kanal von FX Pro gestellt und steht dort zur Verfügung. Die sind da sehr zuverlässig. So. Jetzt warte ich noch 30 Sekunden, um zu sehen, ob es noch eine Frage gibt, die noch unbedingt brennt. Jetzt wäre auch die Zeit, wenn ich eine Frage verpasst hätte, die nochmal zu kopieren und nochmal einzustellen, weil es nicht meine Art wegzurennen. Und ansonsten wünsche ich euch allen ein geruhsames Wochenende, wünsche der Dagmar beste Genesung. Freue mich darüber, wenn Leute der Dagmar eine E-Mail schreiben und ihr gute Besserung wünschen. Sich vielleicht auch dafür bedanken, dass sie hier, weil ohne die Dagmar gäbe es die Webinare nicht. Ist nicht so, dass ich hier Geld nachgeworfen bekomme oder so. Ihr erlebt hier Webinare, die ohne irgendwelche Werbung abgehen. Die versuchen euch Sachen beizubringen,
für die ihr woanders viel, viel Geld bezahlen müsst. Wenn ihr es richtig lernen wollt, braucht ihr trotzdem irgendwann mal einen Coach, wen auch immer. Ich bin immer der Meinung, es gibt genug für alle. Man muss nicht wie das andere tun, andere versuchen schlecht zu machen, um vielleicht Geschäft von denen zu bekommen, sondern glaube, das schadet der Branche nur. Die sollen sich mal lieber darum kümmern, ihren Leuten besser zu helfen, als da sich gegenseitig am Kopf zu hauen. Ich handle Trends immer und angekündigte Zahlen. Der Markt weiß ja oft, in welche Richtung diese Zahlen gehen. Und eine Zahl allein macht nicht den Markt. Es ist immer die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Das heißt, wir steigen nicht, weil das Bruttosozialprodukt 3% ist oder nur 1,7 oder was weiß ich, sondern wir steigen, weil der Markt das und das erwartet hat oder das und das nicht erwartet hat und deswegen überrascht ist. Weil vor Zahlen geht der Markt ja, weil er etwas erwartet, eine Position ein. Und diese wird dann nachher geschlossen, weil es nicht so kam, wie erwartet. Oder wird geschlossen, weil schon genug verdient wurde, weil es so kam, wie erwartet, oder sonst wie. Von daher ist eine Zahl alleine vollkommen ohne Aussagekraft. Man kann nicht sagen, also wenn das so kommt, dann reagiert der Markt so. Nein, du musst wissen, was der Markt erwartet hat. Manchmal sind die Kursaufschläge erratisch, ja. Manchmal können sie den Stopp reißen, ja. Es gibt auch Zahlen, wo ich weiß, dass sie erratisch sein werden und deswegen vorher keine Position mache. Zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen in Amerika. Zum Beispiel eine EZB-Entscheidung oder eine Fed-Entscheidung. Das sind Sachen, wo ich mich davor schütze und deswegen nicht handle. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, da irgendwie nervös zu sein. Ich benutze für die Trenderkennung meine Augen und ich zähle wirklich die Dinger. Ich mache das wirklich ganz normal. Ich gucke da drauf. Und schaue, wo los sind, wo heiß sind und zähle. Das gehört zur täglichen Tagesvorbereitung. Sehr wichtig ist jeden Tag die Vorbereitung auf den Markt. Natürlich das Handeln, das Abhandeln deiner überprüften Setups. Und sehr wichtig ist auch die Nachbereitung. Ohne Nachbereitung kein Lernen aus Fehlern, ohne Nachbereitung keine Verbesserung, wie die Japaner das früher nannten, Kaizen. Und ohne Verbesserung ist kein Erfolg möglich. Ist nicht so, dass der Cristiano Ronaldo irgendwann gesagt hat, oh geil, wenn ich mich so hinstelle, schieße ich ein Tor, sondern der arbeitet jeden Tag daran. Und wenn der Cristiano Ronaldo, obwohl er im Jahr, keine Ahnung, 20 Millionen kriegt oder so, oder mehr, jeden Tag dran arbeitet, sollten wir doch auch dran arbeiten, dass wir irgendwann auch so viel verdienen. Gilt für andere genauso. Ich erwähne immer den Cristiano Ronaldo, weil er sicherlich weniger Talent hat als zum Beispiel ein Lionel Messi, aber er eine Arbeitsethik hat, die wohl seinesgleichen sucht. Und er zusätzlich nie vergisst, woher er kommt und daher überall immer beim Helfen ist. Keine Skandale, in der Regel nur.
Der macht das auch nicht groß bekannt. Das kommt dann irgendwie raus, weil dann einer die Klappe wieder nicht halten kann. Da hat er irgendwo einem, der, was weiß ich, eine Niere gesucht hat, was gegeben oder eine Operation und hat das einfach bezahlt und so weiter und so fort. Er ist ein ganz toller Mensch, der kommt ein bisschen komisch rüber. Aber hey Mann, so Typen müssen komisch rüberkommen. Das ist auch Teil seines aufgebauten Images. So, Freunde, wir verlassen uns jetzt gegenseitig. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, Mittwoch um 6 Uhr. Wir haben 2 Stunden gemacht, die Dagmar fällt aus dem Bett. Sagt, was machst du da? Gut, dass sie nach Hause gegangen ist, ansonsten wäre sie wahrscheinlich jetzt im Büro einfach umgekippt. Also, wir sehen uns Mittwoch, 18 Uhr, zum Bitcoin-Webinar. Bis dahin, alles Gute. Bis dann, schönes Wochenende. Tschüss.